Die hätte ich auch auf jeden Fall holen können, die Partie. Auf jeden Fall. Okay, nächste Partie. X mag X, das war meine erste Niederlage seit wie viel Partien? Vier Partien? Sehr witzig. Mit, ja, komm drauf an, Nemo, komm drauf an. Okay, das ist. Ich glaube, hier Springer E2, Springer G3 ist ein ganz guter Aufbau. War das nicht so? Irgendwie habe ich das so im Kopf. Okay, kurz hoch Hade. Ich mache auch kurz hoch Hade. Nicht viel los hier. Nicht viel los. Dame C2 erstmal. Ich habe die bessere Bauernstruktur. Ich hätte mal Springer F5 spielen können, aber irgendwie. Ja. Muss das auch nicht sein. So, Springer D5. Turm E1, sieht gut aus. Okay, Springer E4 einfach mal spielen. Warum nicht? Warum nicht? Den Läufer angehen. Er kann natürlich nach C7, aber. Es ist auch so ein bisschen wackelig hier, die ganze Geschichte. Slimnor so, ich glaube, du bist überspielt. Slimnor, mein Lieber. Mach dir mal keine Sorgen. Ich fühle mich noch ziemlich fit. Okay, was macht er? Läuft C7, dann A3, C4. Wahrscheinlich irgendwie was in die Richtung. Wobei Springer C5 in Frage kommen würde, Läufer 4. Kann natürlich auch machen. Ja, ich weiß, was er will. Ich weiß, was er will, aber gut, ich habe keine Wahl, ne? Ich muss den schlagen. Und jetzt, ich könnte jetzt Springer D6 machen. Das gefällt mir. Ich bekomme die E-Linie. Und darüber hinaus. Ja. Ja, eigentlich bekomme ich nicht so viel, um ehrlich zu sein. Es sah nur gut aus, aber es macht nicht viel. Er kann schlagen, Dame C7 spielen. Ziehe ich wieder zurück. Naja, eigentlich. Ja, ist okay. So, er lässt sich Zeit. Ich weiß nicht, wo er überlegt. Ich meine, Turm F8. Ich meine, der Bau auf B7 hängt. Er muss ja wohl schlagen auf E1. Oder erst auf D3. Gut, das war wahrscheinlich die Frage, ob er erst auf D3 schlägt. Ich muss wieder schlagen. So, jetzt muss er auf E1 schlagen. Warum nicht F6? Was meinst du mit F6? Weiß ich nicht, so ein Fehler, der Bau ist gedeckt. So, warum? Okay, jetzt hat er geschlagen. B6. Dame C4, Dame F8. Okay. Dame E4 einfach mal. Ich behalte einen Blick auf den Bauern. Wenn er Läufer E6 spielt, kann ich den Bauern schlagen und sonst Dame E7. Ist meine Intention. Dame F8, trotzdem Dame E7, oder? Warum nicht? Ich habe Zeitvorteil, ja. Das ist so ungewöhnlich, dass
dass du es erwähnst, X-Mark X, ja. So, er kann tauschen und Läufer E6 spielen, aber er steht natürlich dann passiv in dem Endspiel. Ich habe den Turm auf der siebten Reihe, das sollte ziemlich gut sein. Er kann auch direkt Läufer E6 spielen. Das ist schlauer, ja. Gut. Ich spiele Dame C7, hole mir den Bauern auf C6. Ich weiß nicht, ob es schlauer war tatsächlich. Auch das sieht nicht gut aus, aber vielleicht geht es. Turm D8. Turm D8, ja. Aber gut, ich kann auch Springer E4 dann erstmal machen. Die Stellung muss gut sein für mich. Die Stellung muss gut sein. Ich stehe aktiv, bessere Struktur. Springer E4. Er hat keine Zeit. Müssen wir jetzt nach Hause bringen. Er gibt mir den. Das sieht verkehrt aus. So, Dame E5, Dame G7 hat er noch. Dame E8, Dame F8. Ich kann natürlich auch irgendeinen dieser Bauern schlagen. Aber ich will logischerweise jetzt die Partie beenden. Wie? Springer D7 erstmal. Dame G8. Es muss doch hier einen direkten Weg geben. Okay, wie wäre es, wenn ich einfach zwei Bauern mitnehme? So dumm kann das ja nicht sein. So, er geht auf den Freund. Okay. Okay, ich mache mir mal ein Luftloch. So, ich habe zwei Bauern mehr. Ich muss nur noch nach Hause fahren irgendwie. Okay, hier ist alles safe. Gehen wir voran. Springer G3. Läufer C2. What the hell? Okay. Gut, das war, glaube ich, eine ganz vernünftige Partie insgesamt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.